Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Chris, kannst du dich erinnern, wann wir das letzte Mal so einen krassen Temperaturanstieg hatten? Und kannst du dich noch daran erinnern, wie wir vor ein paar Tagen ein Video zu Wintertipps gemacht haben, obwohl es doch eigentlich schon fast Frühling war? Wollen wir das eigentlich mal richtig stellen? Ja, nachdem wir uns jetzt mit dem Einwintern so ein bisschen beschäftigt haben vor ein paar Tagen, werden wir uns jetzt mal anschauen, wie das aussieht, wenn man so ein Moped wieder in Betrieb nimmt. Beide Themen hängen so ein bisschen ineinander und ihr könnt die Tipps auch dazu benutzen, einen Scheunenfund oder ein gekauftes Moped erstmalig wieder in Betrieb zu nehmen. Die beste Möglichkeit, um erste Mängel zu finden, ist das Moped einfach mal anzuschmeißen. Egal, ob nach längeren Standzeiten, im Frühjahr oder direkt beim Mopedkauf. Hier zeigt sich, ob das Fahrzeug noch startbereit ist. Achtet beim Öffnen des Benzinhahns zunächst darauf, ob der Sprit schnell durch den Benzinschlauch fließt oder ob sich beim ersten Öffnen vielleicht schon eine große Ladung Rost durch den Schlauch schiebt. Letzteres ist kein gutes Zeichen und führt früher oder später zu Problemen. Wartet so lange, bis kein Benzin mehr nachläuft. Läuft es immer weiter und weiter, funktioniert der Schließmechanismus im Vergaser nicht mehr, Schwimmer oder Schwimmernadelventil haben sich verklemmt. Dann heißt es erstmal Problem beseitigen, bevor es weitergeht, andernfalls säuft das Fahrzeug direkt ab. Funktioniert soweit augenscheinlich alles und läuft nichts über, dann heißt es Zündung an und durchtreten. Die ersten Kickversuche tätigt ihr am besten mit dem Startvergaser und ihr werdet überrascht sein, in wie vielen Fahrzeugen noch ein Lebenszeichen steckt. Bringt euer Fahrzeug nicht gleich an, dann bleibt hartnäckig. So manches Moped muss nach längerer Standzeit zu seinem Glück gezwungen werden. Springt das Moped nicht an, versucht es im zweiten Gang anzuschieben. Lasst den Startvergaser nicht ewig lang gezogen, da sonst die Gefahr besteht, dass das Moped absäuft. Prüft hier lieber kurz, ob ein Zündfunke vorhanden ist und ob die Zündkerze überhaupt feucht wird. Falls die Zündkerze auch nach vielen Startversuchen trocken bleibt, stimmt etwas mit der Kraftstoffversorgung nicht. Eventuell haben sich die Düsen zugesetzt oder es fließt nicht genug Benzin hin zum Vergaser. Habt ihr dem Fahrzeug erstmal ein Lebenszeichen entlockt, prüft einmal kurz, ob sich alle Bauteile frei bewegen lassen. Dies gilt vor allem für die Seilzüge und die Bremsen. Betätigt ein paar Mal kräftig die Hand- und Fußbremse und stellt sicher, dass diese auch Anzug haben. Gerade bei Fahrzeugen, die über mehrere Jahre oder Jahrzehnte standen, kann sich der Bremsnocken verklemmen oder die Seilzüge sind so unbeweglich, dass sie sich nicht mehr in die Ausgangsposition bewegen. Prüft weiterhin, ob sich das Fahrzeug sauber lenken lässt und ob gewisse Bauteile nicht vielleicht schon zu beweglich sind. Bevor es auf die Straße geht, prüft den Reifenluftdruck. Standplatten und nicht aufgepumpte Reifenschläuche vermindern die Fahrsicherheit erheblich. Prüft einmal, ob die Blinker blinken und die Hupe hupt. Damit stellt ihr meist auch schon fest, ob die Batterie durch die lange Standzeit Schaden genommen hat. Tut sich hier überhaupt nichts, haltet die Batterie erstmal ans Ladegerät und prüft es erneut. Generell kann es nicht schaden, vor der Erstinbetriebnahme die Batterie noch einmal zu laden. Lässt sich die Batterie nicht mehr aufladen, hat sie vermutlich ihre Speicherkapazität verloren und muss ersetzt werden. Prüft weiterhin, ob die Fahrzeugbeleuchtung funktioniert. Dazu zählen Frontlicht, Rücklicht, aber vor allem auch das Bremslicht, welches ebenfalls nach längerer Standzeit Kontaktprobleme bekommen kann. Für eine erste Inbetriebnahme macht am besten keine Wissenschaft daraus. Wenn ihr die vorangegangenen Tipps beachtet habt, könnt ihr euch problemlos auf eine kleine Testfahrt begeben. Habt ihr das Fahrzeug erst neu gekauft oder lange nicht bewegt, dann tastet euch in kleineren Strecken vor und gewöhnt euch an das Fahrverhalten und die Technik. Früher oder später gibt es mit Sicherheit weitere Pannen, Probleme oder Mängel, die beseitigt werden müssen. Das haben ältere Fahrzeuge nun mal so an sich. Aber dafür gibt es ja mittlerweile unzählige Videos auf unserem Kanal und auf YouTube. Martin, wie sieht's aus? Hast du dir schon ein neues Kennzeichen besorgt und warst du schon auf der Straße unterwegs? Ich bin tatsächlich schon Moped gefahren, bei dem Wetter kann man ja quasi gar nicht anders. Aber wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon die ersten Kilometer auf dem Tacho?
Und wie nehmt ihr so ein Fahrzeug, was wirklich mehrere Jahre gestanden hat, zum ersten Mal in Betrieb? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.